Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir schauen uns mal wieder eine neue Station an. Und zwar ist es Lydia Novo. Technisch gesehen ein Kopfbahnhof, der es aber eigentlich nicht ist. Warum das so ist, das werden wir dann gleich mal sehen. Für Train Driver 2 ist es ein eingleisiger Kopfbahnhof. Man kommt hier unten hoch und endet dann hier oben, beziehungsweise die elektrischen Triebwagen, die können noch ein Stückchen weiterfahren. Es gibt nämlich hier noch eine zweite Station, da können aber auch nur die Triebwagen hinfahren. Und ansonsten, ja, ist das der Bahnhof, mit dem man zu tun hat. Man hat hier 1, 2, 3, 4 Gleise, wobei das vierte Gleis wohl eher nicht zu benutzen ist. Wie wir sehen, da wächst ein bisschen Gras drauf und so. Allgemein, der Bahnhof, glaube ich, hat schon bessere Zeiten gesehen. Also, die Hochglanzzeit ist da schon längst vorbei. Ja, wir haben zwei Spawns. Einerseits das hier ist der All-Spawn am Signal D. Und weiter hinten, wir werden es dann gleich sehen, ist dann der SPIL-Spawn. Zum Beispiel für eine Lok oder so. Und unser Stellwerk. Interessant finde ich, dass hier der Stationsname nicht ausgeschrieben ist, sondern nur das Kürzel LI. Ansonsten haben wir hier nicht sehr viel Interessantes. Hier hinterm Haus. Ja, einen großen Parkplatz hier. Bus da hinten. Hier geht es halt rüber. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gesehen. Ja, das schwebt hier ein bisschen. Ah, ein bisschen ungünstig. Aber wir haben auch hier die Warnung für den Übergang. Also da einmal pfeifen, ne? Können die Leute ja drüber gehen. Und auf der hinteren Seite haben wir genau das Gleiche. Der Weg geht hier nur nach hinten weiter. Also mal sehen, ob wir nicht vielleicht sogar ein Easter Egg sehen. Nö, dafür haben wir einen kleinen Bach hier, der sich nach da hinten erstreckt. Ansonsten, ich glaube, da hinten ist einfach nur die Waldgrenze. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in das... da ist ein Lidl. Geil. Haben wir es nicht weit zum Einkaufen. Unter dieses riesige Kraftwerk da hinten. Ja, unser Stellwerk war mal mechanisch hier, vor langer Zeit. Und das war's dann auch hier schon. Mehr gibt's hier nicht zu gucken. Gehen wir mal die einzelnen Spawnpoints hier durch. Wir haben hier Most. Das ist quasi die Einfahrt zu der Szenerie. Die Züge kommen von etwas weiter da hinten. Und haben dann sehr viel Spaß mit dieser Brücke. Denn auf dieser Brücke gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h. Also da geht es richtig schön langsam durch. Und da hinten geht es dann wieder schneller weiter. Aber da kann man hier nochmal die Züge hier beobachten. Haben wir einen Traktor, kleines Wohnhaus hier. Ein Auto, das intelligent geparkt hat. Weil diese Texturen, ey. Ansonsten nochmal Anwohner hier hinten. Aber es ist sonst eigentlich nichts mehr Interessantes. Auf der anderen Seite ganz viel nix. Nochmal Traktor, Stromleitung. Weiß gar nicht, ob die zur Station hingeht. Und das war's hier. Dann gehen wir weiter mit Wies, Liliano Wies. Das ist dieser zweite kleine Bahnhof hier. So ein kleines Dörfchen hier. Und auf dem Stellpult ist es die Linie hier, was man immer sieht, da. Und da würde man es meinen, ja, da könnte man jetzt Züge hinschicken, das ist es. Oh, also diese zwei Linien da hinten, die sind aufgelassen. Und das obere geht halt noch bis hierhin, wo man dann halt mit dem Triebwagen hier halten kann, bzw. seine Fahrt beenden kann und dann fährt man halt wieder retour. Man sieht das auch hier ganz schön. Haben wir diesen ehemaligen Bahnübergang. Da ist der Prellburg. Da hinten geht es weiter im Dörfchen. Aber, was ich noch schön finde, hier nach dem Prellburg gehen auch die Gleise noch weiter. Das sieht man dann auch teilweise noch ein bisschen Infrastruktur, was hier mal gewesen ist. Da auch die Masten von der Oberleitung. Und das geht hier noch ein gutes Stück nach hinten. Ich finde es immer geil, wenn man dann solche Sachen hier irgendwo auf der Szenerie hat, wo man dann ein bisschen lang gehen kann, ein bisschen Sachen entdecken kann. Vielleicht sogar ein Easter Egg, man weiß ja nicht. Was haben wir hier? Ja, einmal
Das haben wir jetzt nicht gesehen. Gut, normalerweise läuft es auch nicht hier nach hinten, aber trotzdem, ich mache das gern. Auch die Kilometersteine hier. Nächste Mast. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes. Noch einer. Hier was versteckt? Nee. Irgendwas werden doch die Stelle bestimmt noch hier hinten rein platziert haben. Okay. Da schweben die Sachen hier rum. Also ist nicht ganz so sauber hier. Schade. Und haben wir hier das Ende? Nö, aber da wächst schon ein Baum auf den Gleisen. Wie weit geht das hier noch? Doch noch ein gutes Stück. Ja, da hinten sehe ich schon die Grenze. Dürfte also gleich mal vorbei sein hier mit dem Runterlaufen. Ja, wird immer dichter. Okay. Und das war's. Das Ende von hier. Haben wir das mal gesehen. Okay, dann gibt es hier noch den hier. Das ist der Bahnübergang hier, den wir hier steuern können. Und eben hier links die Strecke ist das, wo wir hier mit dem Triebwagen noch weiterfahren können. Hier hinter uns der Bahnhof. Wo wir dann hier noch ein Abstellgleis haben für irgendwelche Güter oder so. Also entsprechend da die Sperre. Und ich meinte, das war der ganz normale Bahnhofsgleis hier zum Äußersten. Ja, genau. Also, wenn man möchte, kann man hier mit dem Gleis noch spielen. Der zweite Spawn, der SPL-Spawn hier, der ist da hinten. Den zeige ich euch auch mal kurz. Beziehungsweise mal ganz kurz den Bahnübergang testen. Ich tue den mal runter. Und sollte... Ja, da kommt der... Wird man vermutlich nicht allzu oft brauchen. Da vor uns ist die zweite Strecke, die werden wir uns gleich anschauen. Und hier ist der zweite Spawn. Das Gleis geht ein ganz gutes Stück hier nach hinten. Okay, ich verschwinde irgendwie im Gleis. Mal schauen, ob wir das Ende hier sehen. Ja, also wir gehen jetzt nicht ganz nach hinten bei dem Gleis, aber hinter diesem LKW ist dann der Prellbock und... Das war's. Also hier kann man auch nur irgendwie was Längeres abstellen, wenn man möchte. Gut. Ich würde sagen, wir schauen uns die zweite aufgelassene Strecke an. Und eigentlich hier so rüber gehen. Also hier könnte man noch ein Stückchen reinfahren. Und dann ist hier finito. Zumindest... Was war das? Ah. Zumindest theoretisch. Hier hat es vermutlich in der Vergangenheit nie eine Oberleitung gegeben. Aber zum Beispiel ein aufgelassenes Signal. Ha! Signal O. Ja. Wird sogar angezeigt, aber ich kann damit nichts mehr machen. Ist tot. Schade eigentlich. Wäre doch was für die Massivbahn. So, einmal pfeifen für den Übergang. Ein bisschen links und rechts gucken. Aha. Moment, war da gerade irgendwas? Ach ja, hier. Le Magnet. Nächste hier wieder. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr auf einer Szenerie seid und ihr habt dann zum Beispiel so eine aufgelassene Strecke? Seid ihr dann auch schon mal entlang gegangen oder interessiert es euch eher so weniger, was dahinter ist und nur der aktive Bereich? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Irgendwie diese Kilometersteine kommen ziemlich oft. Komm, da wird es doch bestimmt irgendwas versteckt haben hier. Szenerie ohne Easter Egg, das gibt's doch nicht. Sehr viel Grünzeugs, aber zumindest... Ah, da ist was. Cool. Sehr geil.
ob man das auch so platzieren kann, wo es noch funktioniert, aber dass es einfach nur so extrem weggerostet ist, bestimmt, oder? Noch einer? Warte mal. Ja. Oh, links von uns Wald des Endes, rechts auch. Okay, da fehlt jetzt schon mal ein bisschen mehr. Dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird, bis wir hier gar nichts mehr haben. Ja, da haben wir nur noch mal einen Ballast und das war's. Okay, und hier ist dann komplett finito. Und nur aus der Neugierde werde ich mal kurz schauen. Nö, da ist nichts versteckt oder so. Na, ich komme ja auch gar nicht weiter. Okay, das wäre mal das. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal einen Kiebel, lassen den mal hier spawnen und fahren mal die Strecke dann nach hinten ab, um zu sehen, wie das aussieht. Also, liebe Leute, kleiner Cut für euch und dann sehen wir uns im Kiebel wieder. So, der Kiebel wäre da und mit dem machen wir jetzt mal eine kleine Testfahrt. Einfach nur, weil wir die Strecke anschauen, werde ich mir das richtige Aufrüsten erstmal sparen. So, wie bei normaler Bremse lösen. Und nachdem ich ja mein eigener Fahrdienstleiter bin, gebe ich mir mal kurz den Weg. Oh, jetzt Ausfahrt. Wunderbar. So, kann ich sagen, los geht's. Jetzt bremsen wir noch ein bisschen dran. Jetzt geht's los. Wird sich erlaubt. Ach ja, das ist übrigens noch eine kleine Besonderheit an diesem Bahnhof. Wir haben hier keine Rangiersignale, also entsprechend müsst ihr mit dem Fahrer quatschen, was er tun soll. Oder macht es schriftlich, eins von beiden. Aber das sollte euch ja nicht. Ah, das Gleis ist ja doch gesperrt. Okay, gut. Habe ich auf der anderen Seite gar nicht gesehen. Also das obere Gleis eigentlich nicht nutzen. Sidney. Oh, nach wie vor 40 hier auf der Strecke. Aber ich glaube, das ist relativ kurz hier. Ist halt keine Strecke zum Rasen. Also, entsprechend dünn dürfte vermutlich der Fahrplan sein, auf die Stunde gesehen. Wenn die Leute hier so langsam fahren. Das hat einen Haufen Pilze. Ist eine Anspielung auf irgendwas? Oh, Pfeiftafel. Ah, der Bereich ist ja an sich ganz nett. Die andere Strecke sieht man nicht. Wir könnten uns davor mit dem Dörfchen noch mal ein bisschen umsehen. Ob wir da im Dorf noch irgendwas Interessantes sehen. Aha, geht's ein bisschen bergauf. So, Ankündigung für den Bahnhof. Von der Mitte noch.
Gut, einmal die Pfeiftafel. Doppelte. Aber anhalten. Unsere Endstation Liliano Wies. Lilianovo, so. Sag mal, geht's da so runter hier? War jetzt nicht die sauberste anhalten. Okay, machen wir es wieder auf. Södele. Wir sind drin. Die Leute haben hier total Spaß beim Einsteigen. Vor allem die Rollstuhlfahrer. Jetzt schauen wir doch nochmal, ob wir hier nicht noch was finden. Gehen wir mal hier nach hinten. Was ist mit ihm los? Auto kaputt? Tja. ADAC anrufen. Hier hinten. Ach ne, das hört hier gerade schon wieder auf. Okay. Hier wird es nichts zu sehen hier. Vielleicht auf der anderen Seite. Ah, meine Kirche. Und hier schweben alle Sachen. Es ist irgendwie meh. Also gibt Punkteabzug. Da hätte man sich ein bisschen Mühe geben können. Das finde ich doof. Weil das siehst du zum Teil auch von dahin, wenn du hier reinkommst. Nicht so schön. Ich finde jetzt der Schönbauer in mir gar nicht so cool. Hier hinten vielleicht noch was? Nö. Das hier ist auch am Schweben, sehe ich gerade. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier hinten? Nö. Er macht Holzarbeiten bei sich. Ob die Straße bis nach hinten geht, zu unserem Hauptbahnhof? Könnte man natürlich fleißig sein und einmal entlang gehen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Wobei, ich glaube, die Straße endet da hinten eben gar nichts. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal rein in unseren Kiebel und fahren mal die andere Strecke. Oh, ich habe... Ach, deswegen habe ich das runtergezogen, weil ich natürlich Leistung gegeben habe. Ach, Abura. Jetzt bin ich fahren über nochmal. Södre. Einmal so, einmal so. Und dann düsen wir schon mal los. Und ich werde mal am Bahnhof erstmal Durchfahrt stellen. Sehr gut, und Ausfahrt geht nicht. Das müssen wir dann bei SZ machen, weil ich natürlich keinen Block habe. Aber ich will euch trotzdem mal die Strecke zeigen. Wunderer Bärchen. Muss mal schauen, könnte ich theoretisch... Ne. Mal gerade schauen, ob ich nicht die Option bekomme, bei dem Block da hinten was zu machen. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Ich bremse ja schon. Hab ja nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ja, wir müssen SZC brauche ich gleich. Alles klar. Den Taster schon gefunden. Und ich bin hier zwar auf dem deutschen Server, aber ich will trotzdem nicht eine Plus 1 bei roten Signalen haben. Muss nicht sein. Ach ja. Also wenn es da gerade so in der Info drin steht, im Forum gibt es ein neues Tool von mir, und zwar den Onboard Passenger Information System Tool. Also sprich, ihr könnt Zugansagen für eure Fahrt machen. Geht mit Azure Voice und ja, gewisse Aussprachen kann er nicht so gut, aber das, was er meistens so von sich gibt, das funktioniert ganz gut. Er kann die Ansagen in Deutsch, Englisch und Polnisch machen. Inklusive Sonderansagen, und ihr könnt euch das alles selber einstellen. Mit Hilfe der Config, die da so drin ist. Aber im Forumsbeitrag ist das eh alles beschrieben.
hört euch das gerne mal an. Und wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen für zukünftige Features, lasst es mich wissen. Aber das erste Feedback, was ich so bekommen habe, war gar nicht mal so schlecht. Sidre. Ah, werden wir wieder. So. Müsste ich nicht ausgehen, machen wir mal. Und SZ, da blinkt's. Sehr praktisch, wenn man sein eigener FTL ist. Weiß man immer, was Sache ist. Oh, das wird... Also ich freue mich ja schon so auf Railroader. Da gibt es ja auch jetzt ein Stellwerk. Also ein vereinfachtes zumindest. Aber Railroader im Multiplayer, das wird der Burner. Aber ja, anderes Spiel. Geht jetzt immer um die Station hier. Weh, du hast auf zu blinken, bevor ich nicht drüber gefahren bin. Wunderbar. Hätten wir das. Wir haben ja 50 Rauschen hier. Und dann haben wir knapp 2,5 Kilometer bis zu dieser Brücke. Da geht es jetzt erstmal bergab. Aber ich könnte mir die Station noch ganz gut vorstellen in einer Alternativversion, wo die Anschlüsse auf der rechten Seite funktionieren würden. Das wäre schon irgendwie cool. Naja, ich bremse ja schon. Geschwindigkeit ist jetzt nicht so ein Thema hier bei unserem Testvideo. Ich glaube, der Bahnübergang im Hintergrund am Klackern ist. Schauen wir die Tafel. Und da vorne ist er auch schon. Ob es hier noch irgendwas Interessantes zu sehen gibt, aber ich glaube nicht. Nö. Generell, ja, was bremst denn hier? Das ist die Szenerie ein bisschen sparsam gemacht. Da fehlt mir ein bisschen das Liebe zum Detail. Mal gut, klar, die Aufgasentstrecken, da gab es Details und so. Da sage ich jetzt mal nichts dagegen. Aber es hat ein paar unschöne Patzer drin, welche die man noch sehr gut sehen kann. Das ist leider schade. Aber vermute mal, das könnte man einfach fixen. Da kommt gleich die Brücke. Also mitgewirkt haben bei dem Ganzen der Minox 308, der Ripson und der Dominic YouTube 8. Oder YT. Ich nehme mal das bei YouTube. Also gerade wenn hier Züge Verspätung haben und dann diese 10 km/h. Juhu. Da vorne ist es. Inklusive dann mal Pfeifen. Das sollte aber nicht zu laut sein, weil meine FTL-Person ist da ganz in der Nähe. Ja, ich weiß. Dispatcher sent you to the Broken Blut. Nein, überhaupt nicht. Wir könnten natürlich weiterfahren und dann landen wir hier wieder. Aber ja, kannst du nicht wirklich falsch schicken. Na gut, kannst du eigentlich schon, aber dann endet es halt im Prellbock.
Soll ich hier langsam vorstellen? Okay, ich wollte gerade sagen, geht das jetzt in die Luft raus oder war da hat es einen sehr durstigen Boden? Soll das so ein Gitter sein? Ja, dann gleich mal stehen bleiben. Das ist eigentlich. Könnte man da so vorne stehen bleiben? So, hier so. So, dann steigen wir hier mal aus. Aha. Okay, aber das hat. Okay, wir können da gar nicht durch. Das war eigentlich ein geiles Foto hier. Das mache ich mal ganz kurz. Ja, schade. Also ich kann nicht mal. Kann ich mal auf die Gleise? Da wird schon meinen Triebwagen von unten sehen. Jetzt sieht man nicht sehr viel. Ach, schade. Aber good to know. Warte mal, vielleicht von hier so? Nö. Also auf die Brücke gehen ist nicht. Schade, schade, schade. Ja, das wäre es dann auch erstmal soweit gewesen. Von der Station. Es ist recht überschaubar. Aber ganz nett. Ich glaube, ich werde hier mal vielleicht mal ein bisschen stillwerken. Schauen, wie das so ist hier. Also vor allem, es können ja die normalen Elektrozüge auch hier reinfahren. Machen dann ein Manöver und fahren wieder raus. Hast du jetzt mal ein bisschen bei dir? Ich überlege. Na, ich glaube, das machen wir in einer eigenen Session. Das war jetzt erstmal eine Vorstellung von der Szenerie. Und eventuell machen wir da mal eine kleine FDL-Session hier drin. Wenn es mal ein bisschen ruhiger sein soll. Und overall, wenn ich jetzt benoten müsste, wo jetzt eins das Beste ist und fünf das Schlechteste, dann würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, ich würde mal sagen, ein 2-. Also vor allem wegen diesem Assets, die da hinten rumschweben. Aber ansonsten ist es ganz nett hier. Auch für Anfänger geeignet. Ich meinte, Level 2 ist es jetzt hier. Und ja, muss halt einfach auf ein paar gewisse Sachen achten. Aber ansonsten sollte hier eigentlich nichts schief gehen. Wie ist eure Gedanken zur Szenerie? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und hier die 2. Und immer eine grüne Welle. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Barbucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.